Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dadabert TV. So, es ist endlich soweit. Staffel 10, wenn ich mich nicht irre. Ja, machen wir gar nicht lange rum. Ich wollte eigentlich die Startquest skippen, habe aber gerade festgestellt, dass sich da was geändert hat. Dementsprechend habe ich jetzt für euch nochmal von vorne angefangen und wir machen das natürlich gemeinsam. Und zwar, hier geht's auch schon los. Steinmesser herstellen ist die Aufgabe. Das kann ich. Diesen Gegenstand kenne ich so noch gar nicht. Ich vermute mal, dass das der Ersatz für das Eisenmesser sein wird. Wir nehmen das Ding erstmal. Was will er jetzt? Zerstöre Busch. Okay, wäre jetzt natürlich lustig, wenn das die einzige Änderung ist. Aber ist egal. Jetzt müsst ihr durch. Jetzt machen wir das hier alles zusammen. Wir haben ja auch schon lange nicht mehr gespielt. Muss auch gucken, wie ich reinkomme. Thema Einstellungen blende ich euch gleich nochmal irgendwie ein. Kurz zusammengefasst, ich spiele auf schwer und habe die üblichen Häkchen bei Respawn, Gegenstände und Ressourcen eingeschaltet, Zombie-Respawn abgeschaltet und Generatorpannen und Forschungspunkte verlieren habe ich auch abgeschaltet, weil, ja, wie ihr wisst, wenn man hier so ein bisschen länger dabei ist mit Tag 15 aufwärts, da braucht man die ganzen Krempel nicht mehr, weil man so viel davon hat. Schwer spiele ich jetzt auch erstmal, um wieder reinzukommen, und wir werden im Laufe der Staffel dann anfangen mit benutzerdefinierten Einstellungen, weil ich da einiges ausprobieren möchte. So, oh, da habe ich ihn tatsächlich, aua. Okay, die brauchen auch auf schwer schon eine ganze Ecke hier. Genau, hau mal ein bisschen in die Luft, mach deine Ausdauer weg. Er sieht auch anders aus als sonst, oder? Ja, da haben sie sowieso einiges verändert mittlerweile. Performance-technisch muss ich sagen, ist es ganz gut dabei. Und auch optisch haben sie an den Zombies auch ein bisschen rumgeschraubt. Da sind so ein paar neue Charaktere dabei. Dann lasst uns mal gucken, dass wir hier mal schnell durch diese Startquest durchkommen. Was fehlt uns noch? Kleine Steine. Ja, die liegen ja hier zuhauf rum, Gott sei Dank. So, das sollte gehen. Spitzhacke herstellen. Und die packe ich auf die 8. Ich lege jetzt aktuell noch keinen großartigen Wert auf Qualität oder ähnliches. Hauptsache, wir kommen erstmal voran. So, jetzt sollen wir noch einen Felsbrocken platt machen. Ja, ansonsten, was das Schneiden angeht, ich werde natürlich, wenn ich jetzt hier auf Steine rumkloppe, 5 Minuten, da werde ich dann kleine Schnitte reinmachen, so wie ihr es auch aus der letzten Staffel kennt. Aber ich werde jetzt noch nicht anfangen, großartig rumzuschneiden, so wie ihr es im Prinzip auch schon von mir kennt, dass wir da auch mal vernünftig was zu sehen kriegen am Anfang. Und dann immer, je weiter die Staffel dann voranschreitet, je mehr werde ich da dann auch bearbeiten. Oh, jetzt habe ich ihn doch angelockt. Mist, ich dachte, das wäre der von eben gewesen. Und direkt umgeworfen. Du Sau. 2 gleich. Sag mal, hatte ich eigentlich? Doch, habe ich. Sehr gut. Die sollte ich mir schon mal reinziehen. 2 Stück. Ja, dann haben wir ja gleich was zu tun hier. Sind auch beide optisch angepasst, würde ich sagen. Autsch. Muss mir auch echt mal angewöhnen, mit dem Ausweichen zu arbeiten. Den habe ich verdient. Eieieiei. Okay. So, was sehe ich hier? Level? Habe ich schon Level abgehabt? Jawohl, habe ich. Glaube ich, gehe erstmal auf Gedächtnis. Dass wir das haben. So, was soll ich machen? Jetzt schon Fundament. Okay, dafür müsste ich natürlich erstmal wissen, wo ich bin. Das heißt, wir laufen jetzt mal ein Stück die Straße runter und gucken mal von der Orientierung her, weil ich muss ganz ehrlich gerade sagen, ich habe keinen Plan, wo ich hier eigentlich gerade bin. Gebiet sagt mir so gar nichts. Ich glaube, die Laternen und die Autos konnte ich erst auseinandernehmen, wenn ich einen Schraubenschlüssel habe. Ja. Das hat sich auch nicht weiter geändert. Da hinten scheint die Stadt zu sein. Wo sind wir denn? Ach, nördlich von der Stadt, so wie es aussieht. Okay. Weiter vorne ist das nicht das Kraftwerk? Nee, das ist das Hochhaus. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber das kriegen wir raus. Alles gut. Laufen erstmal Richtung Stadt, weil die erste kleine Base will ich auf jeden Fall dort bauen. Und gerade am Überlegen, ich glaube, die Zombies werde ich
versuchen größtenteils zu umlaufen. Die sind nämlich doch ganz schön tricky jetzt noch. Level up. Was kann ich denn sonst noch an Waffen bauen? Ein Speer kann ich bauen. Pfeile kann ich auch bauen, aber einen Bogen immer noch nicht. Okay, dann bauen wir aber erstmal so ein Speer. Das ist ein Wurfspeer, okay. Oh, der hat gesessen. Ich das nochmal hin? Oh, der braucht aber lange. Okay, also es scheint immer noch so zu sein, wenn man die Gegner permanent zuspammt mit Messerangriffen, dass die sich nicht wehren können. Ist ja schon mal gut. Habe ich jetzt die Scheune leer gemacht? Dann können wir mal gucken, ob da eine Kiste drin versteckt ist. Oh, leer gemacht nicht, aber Kisten sind drin und Schränke auch. Hätte ich eigentlich schon ganz gerne das Ding. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier nicht noch irgendwie was hinkriegen. Muss ich drüber? Ich glaube, ne? Ah, lol, die laufen da einfach hin. Aber offensichtlich muss ich nicht drüber. Die sind abgelenkt. Kann ich mich an denen einfach vorbeischleichen? Oh, nein, kann ich nicht. Alles klar. Haben wir jetzt alle? Sieht ganz so aus. Na, super. Das war zumindest schon mal ein Headshot. Oh, der hüpft. Oh, er hat mir eine gegeben. Ich muss was essen, komme ich jetzt nicht drum rum. So, der da hinten steht noch einzeln. Würde ich mir gerade versuchen zu krallen. Na, das hat ja super funktioniert mit dem im Kopf werfen. Ei, Karamba. So, jetzt haben wir noch 3. Level up. Gehen nochmal auf Gedächtnis. Irgendeiner von denen hat auch noch mal einen anderen Speer einstecken. Der Mobster. Ich gehe erstmal auf den. Jetzt hat er 2 einstecken. Kommen sie zu zweit? Sieht ganz so aus. Wie soll ich dir denn in den Kopf schlagen mit dem Messer? Ich komme da gar nicht dran, viel zu klein. Autsch, da hätte ich ausweichen dürfen. So, zumindest schon mal die beiden Speere wieder. Ach ja, ich vergaß, ich muss ja hier mit dem Waffenwechseln immer warten, ne? Bis er die Aktion ausgeführt hat. Nochmal so ein Klops. Mir direkt 2-mal eine gelatscht. Ich esse noch mal was. Hoffe, dass ich da ein bisschen was wiederkriege gleich aus dem Laden da. Und der ging erstaunlich gut. Das war's, wir haben sie alle. Sehr schön, das Regal hatte ich schon. Schauen wir mal, was wir hier alles kriegen können. Habe ich noch einen Speer. Und hier hinten müsste auch noch irgendwo ein Speer in der Wand stecken. Oder ist der kaputt gegangen? Ne, da steckt er, glaube ich. Ja. Perfekt. So, komm bitte was zu essen. Ne, Munition. Einen Apfel hätte ich. Ja, damit.
Okay, in das Haus gehen wir jetzt nicht rein. Laufen wir erstmal ein bisschen weiter. Gucken mal, was wir hier so auftreiben können. Guck mal, da unten direkt schon eine dicke, fette Straßensperre. Ach, das ist, glaube ich, hier dieser kleine Vorort. Genau, das ist der kleine Vorort und dahinter kommt die große Stadt. Das heißt, okay, dann weiß ich jetzt auch ungefähr wieder, wo ich bin. Da unten ist der See, da vorne wäre wahrscheinlich der bessere Einstieg in die Stadt. Hier ist natürlich auch immer alles voll mit Getier. Wölfe, Bären und so. Okay, perfekt. Doch, habe ich recht. Das war das, was ich jetzt nochmal nachgucken wollte, ob ich wirklich an der Stelle bin, die ich meinte. Bin ich wirklich? Das heißt, da hinten, das müsste das Krankenhaus sein, genau, steht auch dran. Und dann ist hinter diesem grauen, hohen Gebäude, wo wir gerade in die Richtung gucken, links vom Baum, dahinter müsste die Polizeistation sein. Ich hätte auch nochmal eine Überlegung, ob ich mich da wieder aufbaue. Hätte ich eigentlich schon Lust drauf, aber das Ding jetzt clear zu machen, da erstmal hinzukommen, wird schon eine riesen Herausforderung werden. Ich glaube, das machen wir nicht. Die ersten Tage verbringen wir hier oben in der Wildnis, würde ich sagen. So, wir haben es nämlich auch schon 15 Uhr. Das heißt, die erste Horde wird auch nicht lange auf sich warten lassen. So, dann werde ich jetzt hier nochmal ein paar Bäume hacken und ein paar Pflanzen, so dass wir in der Lage sind, die ersten Fundamente auch aufzustellen und dort auch schon ein paar Pfeilen draufzusetzen. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Da haben wir das Ganze. Ich glaube, der erste Teil der Aufnahme ist ohne Spielsound. Das habe ich jetzt korrigiert. Nicht, dass ihr euch da wundert. Jetzt sollte der Spielsound auf jeden Fall da sein. Da ist ja nicht so viel passiert. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal unberücksichtigt und fange nicht nochmal von vorne an. Wir haben ein paar Materialien zusammengesammelt. Fundament, da starten wir jetzt erstmal mit durch. Und zwar hätte ich den ganzen Spaß dann doch ganz gerne mit einer ordentlichen Aussicht in Richtung Base. Wir mal kurz nochmal gucken. Höher, niedriger war mit Q und E. Ja, die Höhe gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Komme ich auch drauf. Sehr schön. So, und dann will er eine Treppe haben als nächstes. Und ich glaube, das war die Geschichte, die ich hinterher wieder abreißen darf, wenn sie es nicht wieder geändert haben. Warum snappt er jetzt nicht? Der Saubeutel. Ging doch auch irgendwie. Genau, Maustaste reindrücken, dann kann man hier so ein bisschen... Jetzt hat das. Perfekt. Und jetzt soll ich noch einen Hammer herstellen. Da ist er. Los geht's. Packen wir mal auf die 4. Zerstöre die Treppe mit dem Hammer. Mama. So. Das Hammer und Molotow-Cocktail, um das Fundament zu zerstören. Ist sie gleich auf Brandschaden hingewiesen hier. Und reparieren. Perfekt. Und jetzt geht's los mit dem Ausrüstungsfertigungstisch. Ich baue aber erstmal noch ein paar Fundamente. So, und dann bauen wir uns hier hinten mal so ein bisschen was auf, wo wir die Tische gleich aufstellen können. Das sollte erstmal genügen. Ausrüstungsfertigungstisch, das ist er hier. Dann können wir uns auch endlich mal eine Waffe bauen. Nehme ich sehr gerne mit. Hab mich natürlich jetzt wieder schön gegen das eigentliche Baugrid entschieden hier. So, Bogen. Her damit. Reparatursatz. Da nehme ich mir auch direkt mal welche von. Wobei kann ich mir nicht leisten. Dann lassen wir das bleiben. Aber ein paar Pfeile hätte ich gerne. 40 könnte ich. Mache erstmal 20. Das reicht. So, und den Hammer hätte ich dann ganz gerne, wenn ich ihn wiederfinde. Da ist er. Auf der 6. Perfekt. Die Mollys packe ich wieder weg. Die will ich heute Nacht noch nicht benutzen. Was will er jetzt? Den Materialverarbeitungstisch. Kriegen wir den auch schon fertig. Der ist, glaube ich, hier mit drin. Jawohl. Und natürlich dann im Anschluss noch die Werkbank.
So, jetzt soll man ein Fundament aktualisieren, was natürlich noch nicht geht, weil ich dafür erst Sachen brauche. Und zwar Zement und Ziegel. Müsste ich aber tatsächlich beide schon herstellen können, wenn ich den Tisch aufgewertet habe. Zwei Bretter und Nägel. Nägel kriegen wir hier. Und Bretter kriegen wir hier. Und damit geht der Tisch auf die erste Stufe. Perfekt. Und dann können wir hier Zement machen. Oh, da habe ich ja richtig was zusammengesammelt schon. Aber bei 20 ist mir jetzt ein bisschen viel. Ich mache mal 5. Und ich glaube, Kalkstein mache ich auch noch mal 5. Haben die das Rezept geändert? Kleine Steine für Kalkstein? Okay. Mal eben gucken, was wir noch mal brauchen. Ach, du brauchst gar keinen Kalkstein dafür. Ja, nee, dann brauche ich das ja nicht machen. Haben wir gemacht. Jetzt wieder den Forschungstisch haben. Dann stellen wir noch mal 2 weitere Fundamente auf. Dass das Ganze hier auch schön symmetrisch bleibt. Dann sollten wir auch den Forschungstisch schon bauen können. Wenn nicht, fehlen noch 2 Holz. Die machen wir hier. Und damit ist der Forschungstisch drin. So. Was soll man denn forschen? Sagt er das? Fahre mit der Forschung am Forschungstisch fort. Überleben. Fertigkeiten. Ich glaube, wir müssen erstmal auf die Feilenmaschine. So. Und jetzt will er Schlafsack und Flagge und den ganzen Kram haben. Ja. Schlafsack nehme ich. Lege ich einfach erstmal hier hin. Und die Flagge, wo hat er die wohl hingesteckt? Da. Und jetzt geht's mit den Feilen weiter. So, erstmal Respawn-Punkt setzen. Und die Flagge hätte ich gerne blau. So, sehr schön. Dann haben wir das auch. Und jetzt will er ein Pendel. Können wir das denn schon? 2 Seile, 4 Holz, 4 Bretter. Vier Bretter. 4 Holz. Seile haben wir auch. Jetzt fehlt noch ein Eisenbarren. Den kann ich noch nicht. Dafür muss ich den Tisch erst wieder aufwerten. Dafür brauche ich nochmal 5 Ziegel. Kriegen wir die wohl hin? Sieht gut aus. Perfekt. Dann haben wir den Tisch direkt auf der höchsten Stufe. Und ein Eisenbarren. Jetzt brauchen wir bestimmt wieder andere Sachen. 3 Bretter noch. Perfekt. Da haben wir das Pendel. Bin ich aber jetzt wirklich richtig frech. Ich stelle das Ding auf und reiße es gleich wieder ab. Will ich nicht haben, das Ding. Ja, ansonsten, wir sind jetzt gerade auch in Update 13 unterwegs. Sind einige Sachen dazugekommen, wie zum Beispiel Drohnen, die dir helfen, die Basis zu reparieren. Ein Brett brauchen wir noch. Drohnen, die dir helfen, die Basis zu reparieren beispielsweise. Dann Ausrüstungsständer, eine Menge Deko-Objekte sind noch dazugekommen. So im Großen und Ganzen. Ach doch, infizierte Tiere sind auch noch dazugekommen, ne? Ausweichen, Küchentisch. Genau, infizierte Tiere sind auch noch dazugekommen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wenn wir die das erste Mal zu Gesicht bekommen. Wie die dann aussehen. Und ein gekochtes Ei herstellen, kriegen wir auch hin. Und eine kleine Tierfalle. Und da wird es jetzt wieder losgehen, dass ich kleine Steine sammeln muss. Nee, geht, cool. Dann machen wir das doch. Stellen wir direkt hier vorne hin. Was will er noch? Feilmaschine an der Werkbank herstellen. Auch das soll kein Problem sein. Das hier reiße ich jetzt erstmal wieder ab. Wie gesagt, ich habe für die Falle eine ganz eigene Vorstellung. Eine Feilmaschine in der Werkbank. Wie viele Feilmaschinen habe ich jetzt? 2 Stück. Jetzt brauche ich 3 Kupferdraht, 1 Zahnrad. Ein Zahnrad brauche ich noch ein paar Eisenbarren für. 21. Ich war schon fleißig, wie ihr seht. Ein bisschen was habe ich gemacht. Und jetzt fehlen noch 3 Kupferdrähte. Die konnte ich auch hier drin machen. Oh oh. Es fehlt ein Kupferbarren. Das ist ja doof.
muss ich da nochmal los? Haben wir hier irgendwo was? Den Eisenbrocken. Ja, ich besorge mal gerade einen. Kupfer in der Tasche. Jetzt machen wir hier noch schnell die Kupferbarren und nochmal den fehlenden Draht. Und dann sollten wir hier die Fallenmaschine bauen können. Und jetzt will er nochmal einen Pusher von uns. Ich glaube, die Falle werde ich jetzt auch nochmal aufstellen und abreißen. Dann bin ich aber wirklich zufrieden. Und dann fangen wir an. Oha. Zwei Bretter, ein Holz und noch mehr Seile. Und ich glaube, Seile könnte tatsächlich das Problem werden. Oh, Holz habe ich auch keins mehr. Okay, nee, dann machen wir das anders. Ich gehe jetzt erstmal nochmal ein bisschen Ressourcen beschaffen. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn es darum geht, hier die erste Borderbase aufzubauen. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Abos, die Likes und die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.